Leute, was geht ab? Willkommen zu einem unerwarteten Call of Duty Modern Warfare-Call of Duty Warzone Video. Ich habe mir das jetzt ein paar Tage lang angeschaut. Die neue Season ist ja schon, glaube ich, eine Woche fast draußen. Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Und ja, mich juckt tatsächlich Modern Warfare überhaupt nicht mehr. Ich bin gar nicht im Hype auf Season 5 geworden. Season 4 habe ich auch nur einmal gespielt und das war, als ich das aufgenommen habe, tatsächlich. Ich werde jetzt aber nochmal reingucken. Ich gebe es jedes Season mal nochmal so eine kleine Chance, einfach mal um zu gucken. Und wir schauen uns als erstes den Battle Pass an und den finde ich echt schlecht dieses Mal, muss ich sagen. Nicht wegen den Skins hier, sondern allgemein wegen den ganzen Waffenskins. Sie sind alle, es ist alles halt einfach schwarz. Es ist alles schwarz. Die Gratiswaffen sind sicherlich cool. Die AN, Black Ops 2 Feeling, ja, eigentlich ganz geil. Aber hab schon gesehen, dass sie sich nicht mehr so anfühlt wie in Black Ops 2. Da ist er, die Jute. Warum ist die so schwarz umnebelt? Warte mal, ist die ISO auch so schwarz umnebelt? Ja, ist sie. Okay, gut. Naja, never mind. Ich hätte sein können, dass es so eine Art Hinweis ist wegen Black Ops, Black, schwarzer Hintergrund und so. Hätte er sein können, keine Ahnung. Aber ihr seht, alle Waffenskins sind irgendwie schwarz. Der hier ist noch relativ cool, finde ich. Der glänzt noch wenigstens. Der ist auch eigentlich ganz cool, meiner Meinung nach. Aber alles andere, so einfach schwarz. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Also, gefallen tut es mir nicht. Ich weiß, was Meisterungsherausforderungen sind. Dankeschön, Spiel. Dann natürlich gibt es auch wieder neue Packs. Obwohl, glaube ich, das hier nur neu ist, bin ich der Meinung. Es gibt einfach eine Wikinger-Axt, okay. Alles scheißegal. Es gibt einen neuen Royal-Modus, Mini-Royal. Den werden wir uns gleich mal anschauen. Und ja, dann gibt es noch. Ach, es gibt ein kostenloses Multiplayer-Wochenende. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Es gibt zwei neue Maps. Keine Remake-Map zum Glück diesmal. Und auch wirklich zwei Multiplayer-Maps direkt am Start. Finde ich ganz gut. Ich finde, so hätten sie es immer machen sollen, nur ohne Remakes, meiner Meinung nach. Weil die Remakes, die sie bisher gebracht haben, waren jetzt nicht die besten Maps, meiner Meinung nach. Rust ist komplett langweilig. Also ist ganz gut zum Leveln vielleicht. Und Shipment braucht man eigentlich auch nicht remaken. Aber das ist ja alles egal. Das ist alles unwichtig für Season 5. Season 5 bedeutet aber auch, so langsam geht's los mit dem neuen COD dieses Jahr. Ich starte schon mal Mini Royale. Nein, danke. Das hasse ich immer noch, ne? Dass man das immer die ganze Zeit sagen muss. Bitte Crossplay. Sonst kann es sein, dass du keine Lobby findest. Das kannst du bei den PC-Spielern sagen, weil die finden dann keine Lobby, aber nicht die an der Konsole. Die finden immer eine Lobby. Jedenfalls ist es eigentlich so. Egal. Ich schweife ab vom Thema, ja. Ich bin tatsächlich gehypt aufs nächste COD. Wer hätte es gedacht? Ich hole mir eigentlich jedes Jahr das neue COD. Ich raste gleich aus. Ich raste gleich einfach aus. Das kann es nicht sein, dass es mir immer wieder gesagt wird. Selbst in der Lobbysuche wird es mir gesagt. Ja, was soll der Scheiß? Man ist doch schon in der Lobby drinne. Meine Güte, ey. Ja, ich bin gehypt aufs nächste COD. Einfach weil ich, keine Ahnung, Black Ops und Treyarch hat mich eigentlich nie enttäuscht. BO4 war an sich auch ein gutes Spiel, nur die Spezialisten gehen mir auf den Sack. Oder gingen mir auf den Sack. Black Ops 4 im abgespeckten Modus ist einfach das beste COD der letzten Jahre gefühlt. Also finde ich jedenfalls. Und wenn die so ans neue COD rangehen, keine Spezialisten, die guten alten Maps, die sie haben, ja. Weil die Maps hier in Modern Warfare fühle ich halt gar nicht. Gibt nur eine Handvoll, die ich ganz gut finde. Ansonsten alles irgendwie Schmutz. Hab ich hier für eine Variante von der M13 ohne Schaft? Oder soll der. Soll der komische Stock da der Schaft sein? Naja, ist auch egal. Also ja. Treyarch-Maps haben mich eigentlich nie enttäuscht. Ich fand jede Map von Black Ops 4, vielleicht gibt es ein, zwei, die ich nicht ganz geil fand, das ist aber normal, fand ich geil. Und was mich bei Black Ops 4 abgefuckt hat, war der Battle Pass, dass der erste Battle Pass so kacke war. Und, nice. Und dass, die Spezialisten so unglaublich unbalanced waren. Also allein Nomad mit seinem Hund, ne? Das ist halt schon eine ganz andere Liga von unfair. Und das wird es nicht geben in diesem COD, wisst ihr, was ich meine?
Weil wir starten einfach im Nebel. Ja, moin. Startet einfach im Gas gefühlt. Okay, die Zone, die. Oh, die Leute werden alle zu Damm gehen wahrscheinlich. Kann ich dir noch nicht verübeln. Ja, die gehen da alle hin. Da bin mal gespannt. Das Spiel scheint ganz schön laut zu sein, ne? Warte mal, die Zone ist hier unten. Dann gehe ich mal direkt hier unten hin. Oh mein Gott. Okay, let's go. Gucken wir mal, was wir hier tun können. Warte, ist das dieselbe? Bin mir da gerade gar nicht sicher, ob das dieselbe Waffe gerade war. Wo sind denn die? Sind die weg? Oh Gott, da habe ich ja richtig Kacke geschossen. Wow, wow, nein, 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 nein! Warte mal. Ist das ein Team-Modus? Ist das ein Team-Modus? Das weiß ich gerade gar nicht. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Scheiße, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt, ja. Ja, der Gulag hat sich ja auch in Season 4 ganz schön negativ verhalten mit den ganzen Sniper und so. Diesmal gibt es ja, glaube ich, Pistolen. Also, ich finde das echt ein bisschen schlecht, dass das nicht einfach ein großes Feld an Waffen ist. Einfach von MPs, Sturmgewehren, Sniper bis hin zu Pistole. Da muss alles dabei sein und nicht in jeder Season irgendein anderes Waffenthema. Finde ich halt ein bisschen schwach, muss ich sagen. Hui. Ui. Also Black Ops 5, ach Black Ops 5, ja moin. Obwohl man weiß ja nicht, oh, es gibt doch eine Shotgun, okay, das wusste ich nicht. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Schade. Hätte ich früher zünden müssen. Okay. Von einer Runde kann man sich natürlich jetzt hier nicht, ne? Kann man nicht irgendwie was sagen. Aber nur mal ganz kurz aufs Thema zurückzukommen mit Black Ops 5 oder wie es auch immer heißt. Es wird ja bald angekündigt, bin ich der Meinung. Also es sind ja viele der Meinung, am 10. soll kommt dann irgendein Code für die Leute, die COD die ganze Zeit supporten und so. Und COD-YouTuber sind. Und da wird man dann halt sehen, wie es dann nun weitergeht mit den diesjährigen COD. Weil es ist Mitte August. Fast. Es kam bisher gar nichts. Normalerweise wäre jetzt schon die Beta gewesen. Das war damals bei BO3 zum Beispiel so, als sie wieder mit den Betas angefangen haben. Im Juli kam die Beta. Bro, wir haben nicht mal was für COD 2020 so. Das ist halt komplett komisch. Aber irgendwie auch spannend, denn so langsam fängt es endlich mal an. Und Real Talk, wenn die das mit der Minimap ändern, nicht so wie hier im Modern Warfare Multiplayer, das ist kompletter Much. Keine nervigen Sachen wie eine Claymore, C4 oder irgendwelche Operator reinpacken, ja. Vielleicht noch Totenstille als Perk, so wie es halt sonst auch mal war. Einfach so ein altes Grundkonzept nehmen, nur mit neuen Maps, neuer Grafik, neuen Waffen und gut ist. Was will man denn eigentlich mehr? Ich meine, damals hat BO1 und BO2, die haben einfach funktioniert. BO3 eigentlich auch, aber da haben sie halt wieder die Formel gebrochen mit dem Boostjumpen und so kam dann... ich rede jetzt übrigens so vom Treyarch-Studio, jetzt nicht von Advanced Warfare, was ja angefangen hat mit den ganzen Boost-Gejumpe, obwohl das noch ein bisschen ekelhafter war. Bei BO4 war das, BO3 war es noch ganz cool. Aber ja, und BO4 hatte dann trotzdem wieder die Spezialisten, war aber Boots on the Ground. Und jetzt geht's wieder in Boots on the Ground und ohne Spezialisten, in die alten Sachen rein.
Nur, das war bei Modern Warfare jetzt auch der Fall. Man hat sich halt bei Modern Warfare auch gefreut. Das große Nein, mein Gott, ey. Das große Problem bei Modern Warfare ist aber, die haben ja trotzdem Sachen genommen, die eigentlich gut funktioniert haben und haben sie weggemacht. Verstehe ich nicht warum, ehrlich gesagt. Und auch das Prestigen. Dass das Prestigen hier nicht drin ist, ist halt auch so eine Sache. Prestigen, jeder hat gern Prestiged. Das müssen sie auch in neuen COD wieder drin haben. Also, ja. Das neue COD wird, wenn das alles so ist, geil werden. Nein, will ich nicht. Und sie sollten auf jeden Fall mehr Maps machen als jetzt hier mit Modern Warfare. BO4 hatte 14 Standard-Maps am Anfang. Oder 13. Und jede konnte man in Frei für alle spielen, jede konnte man in Team Deathmatch spielen, jede konnte man in Kontrolle spielen, in Überfall, was übrigens zwei geile Modi waren. Ich hoffe, die bringen sie zurück. Die fand ich mega, mega nice. Warum hat das Modern Warfare nicht gemacht? Nein, sie mussten 10 gegen 10 rausbringen. Das hat wirklich keiner gespielt. Und da waren trotzdem gute Maps dabei, wie Grashna Raid. Und diese, oh, wie hieß sie? Arklov Peak? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Aber das waren zwei gute Maps. Die waren zwar ein bisschen groß, aber die könnte man noch komprimieren und dann als 6 gegen 6 rausbringen. Nein, machen sie nicht. Lieber lassen sie Piccadilly drinne. Also, ja. Ihr merkt, wohin das hingeht. Ich bin enttäuscht von Modern Warfare, einfach im Allgemeinen. Und ich sag's euch jetzt so, wie es ist. Wenn Warzone nicht wäre, dann wäre Modern Warfare schon lange irgendwo vergraben in der tiefsten COD-Ecke. Das wäre das erste Spiel, wo ich sagen würde, das ist das schlechteste COD. Und es tut eigentlich weh. Hat sich sogar gereimt. Weil dieses Spiel ja die Modern Warfare-Reihe wiederbeleben sollte. Alter, dieses Visier, ne? Erinnert mich auch so ein bisschen an Battlefield. Mega nice. Ja, also das nächste COD von Treyarch muss reinschallern. Lass es auch nur 10 oder 11 Maps sein, ja? Aber lass sie überall spielbar sein. Kein 10 gegen 10, Minimap, keine nervigen Punkteserien, keine Spezialisten und die typischen Treyarch-Maps. Drei Wege. Was habe ich da für einen Skin an? Hä? Na, alles klar. Let's go. Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Gehen wir mal hier unten lang. Nein, ich wollte nicht pingen, ich wollte springen. Ich hoffe, ihr könnt das wenigstens nachempfinden, was ich will von dem diesjährigen COD. Oh shit, 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 shit. Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren. Feinde landen im Einsatzgebiet. Komm. Trau dich, ich höre dich. Nicht nachladen. Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Huh. Wo ist der hin, der Dude? Hier drinne wurde nicht gelootet oder was? Okay, okay, okay. Fühle ich. Oh. Schnell mal hier kurz die Platten reinschmeißen.
Okay. Keine Ahnung, wo der Gegner hier hin ist. Ich habe den die ganze Zeit gehört. Alter, ich habe ja gar kein Aim. Oh oh, was? Das war gerade die ISO, die ich hier spiele, okay. Okay, perfekt. Hat der Dings-Sensor gehabt? Nice. Nice, gib her. Oh, oh, warum nicht? Nehme ich doch gerne mit. Jetzt brauche ich nur noch meinen Geist-Perk und let's go. Ich habe, wie gesagt, ewig schon kein Warzone mehr gespielt. Und mich würde mal eure Meinung interessieren zu dem neuen COD. Habt ihr da Bock drauf oder ist das eher, eigentlich eher gar nicht so euer Fall? Und für die Leute, die jetzt sich denken, Alter, was spielt der für Waffen? Ja, ich spiele andere Waffen als alle anderen, keine MP7. Alter. Geh euch auf den Keks, mein Freund. So, einfach nach hinten weg. Gar keinen Bock auf den. Oh oh. Der Feind hat dich verloren. Du bist sicher. War das eventuell mein Kopfgeldtyp? Wusste der, dass ich da bin? Ich habe ja eigentlich schon Bock, den zu challengen, wa? Oh nein, mein Gott, die Kletterphysik. Alter, what the fuck? Wie fällt er denn aus? Kannst du auch keiner zählen, Alter. Das ist jetzt eine Geisterstadt. Alter. Mini Battle Royale geht ganz schön gut. Mini Battle Royale geht ganz schön gut ab, muss ich sagen. Macht sogar gerade echt Spaß. Also ich habe... Ja, und viele haben sich auch beschwert über mein Warzone-Video zu Season 4. Was ich doch für einer bin und so, dass ich, warte mal. Den P7 möchte ich aber schon ganz gern haben. Dass ich, da hinten war einer. Dass ich jeden Fanboy irgendwie als Schmutz betitel. Das habe ich übrigens nicht gemacht. Ich finde halt nur weil Captain Price in Battle Pass ist, ist der Battle Pass trotzdem nichts wirklich wert. Da war halt nichts bei, was sich gelohnt hat, meiner Meinung nach. Na, schade. Aim heute nicht on point. Eigentlich müsste ich nach oben da, ne? Oh, ich muss mal Platten reinschmeißen, sehe ich gerade. Ich meine, 5 Kills ist für mich gar nicht mal so schlecht bisher, weil ich halt wirklich dieses Spiel so gut wie nicht spiele. Gehen wir da mal nach oben rauf. Ein bisschen High Ground. Egal, wir haben zwar Gegner gesehen, aber... Okay, da ist schon mal keiner oben, der keinen Geist hat. Huch, ich wollte mich ducken. Was ist das denn? What the hell? Schrotflinte mit Schalldämpfer. Alles klar, let's go. Vorne geht es auch irgendwie ab, habe ich gerade gehört. Gibt es gar keine Kaufstation? Doch, gibt es aber nur eine. Nur noch 25 übrig. Gut, weiter so.
Ja, Gulag ist auch bald closed, wa? Komm, öffne. Ah. Ist das ein Sniper? Nee, ne? Doch, ist es. Nee, 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 nee. Dann lieber nicht. Sorry, sorry. Ich übernehme die Steuer. So. Ich wollte ihn mal kurz da rausholen, falls ich weit fahren muss. Ich kann nicht von da oben mit der Sniper doch ein bisschen gut zielen, wa? Das glaube ich gar nicht so doof. Aber jetzt ist die Sniper auch schon wieder am... Lass mich doch da hochspringen! Ach komm, ey, ganz ehrlich, Schmutzspiel. Also das verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. War blöd, ihn anzuschießen, ich weiß, aber ist mir egal. Ich muss jetzt nicht zwingend hier gewinnen. Ich wollte einfach mal über das neue CD so ein bisschen reden, dass ich mich drauf freue. Und dass wir vielleicht sogar noch eine Beta... Ey, das wäre geil, wenn wir noch eine Beta bekommen würden. Ich wäre da komplett für. Da drin ist einer. Habt ihr den gesehen? Ungeil, ich will da eigentlich rein. Das Gas kommt. Ja, ganz ehrlich, was war das auch für eine Aktion von ihm? Was war denn das für eine Aktion? Ist der irgendwie doof? Fast geschafft. Das war ja mehr als nur Lust, die ganze Zeit den Kopf rauszustrecken, während ich schieße. Also sorry, aber warum macht man sowas so? Hat er denn ein bisschen Geld dabei? Weil da hinten ist noch ein Einkaufswagen, Laden. Hä, der hatte sogar Rüstungen. Was ist denn bei ihm kaputt? Was hat er denn für Waffen dabei, ey? Nein, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott. Platten und dann runter. Ich bin so ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. Ich fühl's gerade. Hatte der eventuell Platten dabei? Hatte der eventuell Platten dabei? Alles okay. Alles okay. Alter, was passiert hier gerade? Er hatte so eine Schlüsselkarte dabei. Okay. 4 Leute noch. Ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen. Drei Leute noch. 2 Teams. Was? Ich muss gegen ein ganzes Team spielen? Oh mein Gott, ist nicht euer Ernst, oder? Schaffe ich doch nicht. Das kriege ich nicht hin. Dafür bin ich zu schlecht.
Da bin ich ehrlich, wenn ich jetzt verliere, ich habe trotzdem gute Runden gelegt. Und ihr habt auch eine gute Folge bekommen eigentlich. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Das Gas nähert sich dir. Ja, was soll ich bei drei Leuten machen? Dass das ein Dreierteam ist. Ich finde, sowas sollte... Zurück zur Basis für die Einsatzbesprechung. Hey, Zweiter. Zweiter. Dafür, dass ich gegen Trios gespielt habe, anscheinend, so wie es aussah, war das doch gar nicht schlecht. Hat sogar Spaß gemacht. Kriegt man da mittlerweile auch die Battle Pass EP oder... Ah ja, doch, die kriegt man tatsächlich. Schade, dass es das nicht in Solo gibt. Aber hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Ja, das war jetzt mal von allem so ein bisschen. Season 5, ja, ich werde es trotzdem nicht weiterspielen. Das war jetzt einfach nur für dieses Video hier. Ich habe genug anderes zu zocken. Trotzdem muss ich sagen, Season 5 mit Mini Royale, ich hoffe, das nehmen die nicht raus. Das ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und das neue COD von Treyarch steht auch bald vor der Tür. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Haut rein, wir sehen uns dann zum nächsten Video und tschüss.